Natürlich haben wir die Pfannkuchen für diesen grandiosen Pfannkuchenauflauf nach Omas Rezept gebacken und sie dann mit fruchtigem Kirschkompott und cremigen Frischkäseguss verfeinert. Wie du all das auf leckerste Art und Weise vereinst, na, mit unserem kinderleichten Rezept. Los geht's natürlich mit den Pfannkuchen. Die rühren wir ganz klassisch aus Eiern, Zucker, Milch, Mehl und einer Prise Salz zusammen und backen sie anschließend schön dick aus. Dafür verwenden wir Butterschmalz, so werden die Pfannkuchen besonders lecker. Das wusste schon Oma. Wirklich perfekt werden sie aber dank des Perfect Fry Bratsensors. Der reguliert die Temperatur am Pfannboden nämlich automatisch. Du wählst einfach Stufe 3 für mittlere Hitze aus und den Rest erledigt der Bratsensor. Du brauchst die Temperatur weder hoch noch runter regulieren. Bis die Pfannkuchen fertig sind, kannst du ja schon mal unseren Kanal abonnieren. Und am besten auch direkt die Glocke aktivieren. So verpasst du keines unserer Rezepte mehr. Für die Füllung kochen wir einen Kirschkompott. Mit einem Päckchen Vanillepuddingpulver geht das super schnell. Einfach ein Glas Kirschen abgießen, den Saft aber unbedingt auffangen. Ein Teil davon verrühren wir mit dem Puddingpulver. Den Rest kochen wir auf und rühren dann das angerührte Puddingpulver ein. Sobald das Ganze angedickt ist, kommen die Kirschen wieder dazu. Dadurch, dass du die erst zum Schluss unterrührst, zerfallen sie während des Kochvorgangs nicht. Der Guss ist auch wirklich flott gemacht. Frischkäse, Creme Fraiche, Ei und Milch verrühren. Schon bist du fertig. Jetzt verteilst du etwas Kirschkompott auf einem Pfannkuchen und rollst diesen auf. Dann schneidest du ihn in 3 bis 4 Stücke und stellst die Pfannkuchenröllchen eng nebeneinander in eine Auflaufform. Wenn du dabei ein bisschen kleckerst, ist das gar nicht schlimm, denn sobald alle Pfannkuchen aufgerollt und aufgestellt sind, werden diese sowieso mit dem Guss bedeckt. Gebacken wird unser Pfannkuchenauflauf mit der Bosch Assist-Funktion für süße Aufläufe. Die genauen Einstellungen übernimmt der Backofen der Serie 8 alleine. Du brauchst dich um nichts weiter kümmern. Außer vielleicht darum, dass deine Freunde oder Familie bereitstehen, wenn du deinen Pfannkuchenauflauf jetzt mit Puderzucker bestäubt servierst. Mit Puderzucker, Marmelade, Kirschen, Nutella oder herzhaft? Mit Schinken oder Käse? Wie isst du deine Pfannkuchen am liebsten? Schreib es uns in die Kommentare. Noch mehr Rezepte, die mit Bosch Assist gelingen, findest du auf unserem Kanal.